What's up, everybody, and welcome to my last couple of sentences in English here, because as I already announced on Instagram, I'm going to transfer my Instagram page as well as this YouTube channel to German. I realized or noticed that over the last week, a couple of English or at least not German people subscribed to my channel, so I'm sorry for you guys. I really appreciate that, thank you so much, but it's a move I have to make simply because I want to focus more here in Germany to do more local stuff, and that's just the proper way for me to go about it, that I also turn everything that I do on social media to German. So thank you so much for your attention, but for now I will continue with German. Und das bedeutet jetzt für alle Deutschen, dass es in unserer geliebten Muttersprache weitergeht. Und für alle Deutschsprachigen, die nicht Deutsch sind, aber trotzdem Deutsch sprechen, die können jetzt ihr Deutsch verbessern oder einfach mir auf Deutsch zuhören. Ja. Auf jeden Fall möchte ich hier noch zwei Dinge machen. Erstens euch mitteilen, wie sich auch gewissermaßen meine Channel-Struktur und meine Uploads verändern werden. Und ich möchte mich noch kurz selbst ein bisschen vorstellen und vielmehr erklären, was ich hier auf meinem YouTube-Channel vorhabe, was ich in meinem Leben vorhabe. Und einfach, um euch da sozusagen ein klares Bild davon zu geben. Weil ich glaube, dass viele, die mich zum Beispiel hier verfolgen, mich vielleicht privat gar nicht so gut kennen. Und deswegen möchte ich das auf jeden Fall auch machen. Aber erstmal, ich habe ja in letzter Zeit immer täglich ein Video hier hochgeladen, wo ich über irgendwas erzählt habe, und meinen Vlog. Den Vlog werde ich genauso behalten, aber diese Videos hier werde ich erstmal wegschmeißen. Sprich, nicht mehr machen. Weil ich möchte mich auf andere Dinge fokussieren, weil ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen Overkill war. Das war einfach viel zu viel Content und auch in Englisch viel zu lang und so weiter. Deswegen ab jetzt Montag 18.30 Uhr, Freitag 18.30 Uhr jeweils ein Vlog. Und mittwochs, wie jetzt hier, möchte ich immer auf jeden Fall safe immer ein Video machen. Keine Ahnung was, aber irgendeins auf jeden Fall. Sagen wir, das lade ich immer um 15.30 Uhr hoch. Und dann werde ich vielleicht zusätzlich mal noch so ein Video einfach zufällig dazu machen. Oder ein neues Format oder was auch immer. Aber das werden wir ja dann sehen. Auf jeden Fall, das ist jetzt das Update für meine Upload-Struktur. Und jetzt noch zu meiner Person. Ich bin Leo Eckel. Falls das noch niemandem aufgefallen wäre, 18 Jahre, habe mein ganzes Leben viel Sport gemacht, Triathlon, Fußball, Tennis und so weiter. Aber darauf möchte ich gar nicht so krass eingehen. Wahrscheinlich werde ich da mal ein Video extra drüber machen, also quasi über meine Vergangenheit, warum ich jetzt hier heute hier sitze und wer ich bin und was mich ausmacht und so weiter. Worauf ich aber eingehen möchte, ist, was ich hier mit dem Channel vorhabe und was sozusagen meine Vision von jetzt aus meiner Situation für die Zukunft ist. Ich habe dieses Jahr mein Abi fertig gemacht und habe mich dann natürlich gefragt, und jetzt? Und habe mir dann gedacht, okay, ich habe alle Möglichkeiten, was mache ich aus meinem Leben? Und ich glaube, dass das ein Szenario ist, was extrem viele von euch zutrifft, weil ich möchte genau die Zielgruppe ansprechen, egal ob ihr jetzt noch 14, 15 oder 16, 17 oder 18, 19 oder sogar noch 20 bis 25, 26, 27, vielleicht sogar bis 30. Wir haben alle noch diese Möglichkeit, das Beste aus unserem Leben zu machen. Und genau das möchte ich tun. Und deswegen habe ich mir da unglaublich viele Gedanken gemacht. Und was mir aufgefallen ist, dass wir selber den absolut allergrößten Einfluss haben. Es ist wirklich nicht so zwangsläufig unsere Umgebung, als viel eher, wer wir sind und wie wir die Welt wahrnehmen, was für eine Einstellung wir haben. Und so weiter. Das heißt, wir machen wirklich das meiste aus von dem, was unsere Lebensqualität ausmacht. Weil ich kann zum Beispiel jetzt hier so wunderschön in der Sonne sitzen und mir denken, oh mein Gott, ist das geil. Oder ich denke mir, oh fuck, ich kriege jetzt schon gleich einen Sonnenbrand und bla bla bla. Versteht ihr, was ich meine? Sprich, alles im Äußeren kann man halt so und so interpretieren. Und selbst wenn es nicht um die gleichen Umstände geht, das heißt, wenn es darum geht, ein besseres Leben für sich zu erschaffen, das heißt, wenn man mehr Geld verdienen möchte, man möchte eine bessere Beziehung, man möchte gesünder sein und so weiter,
dann kannst es nur du selber schaffen. Das können nur wir selber als Mensch, als Person schaffen. Das heißt, ich werde nicht einfach auf einmal reich, sondern ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich werde nicht auf einmal gesund, sondern ich muss Disziplin aufbauen, jeden Tag ins Gym zu gehen. Das heißt, das größte Ziel meiner Meinung nach im Leben ist es, sich selbst zu meistern. Deswegen habe ich bei Instagram ja auch zum Beispiel Self-Mastery ganz oben gleich in der allerersten Zeile in meiner Bio stehen. Weil mir es einfach das Allerwichtigste ist. Wenn man sich selbst meistert, ich weiß, im Englischen klingt es tausendmal cooler, aber wenn man sich selber meistert, damit meine ich alle Bereiche. Das heißt, wie gut du deine Emotionen im Griff hast, wie diszipliniert du bist, wie nett und freundlich du zu anderen Menschen bist, wie gut du einfach nur so einen Moment genießen kannst, wie gesund du bist, wie kluge Entscheidungen du triffst, wie strategisch du agieren kannst und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Alle Facetten von dir und sich komplett zu meistern, weil wenn du das hast, dann erstens bist du das Beste, was du sein kannst. Du kannst dir das beste Leben erschaffen, was du dir jemals erwünschen könntest. Und das ist einfach meiner Meinung nach das Allergrößte und deswegen möchte ich dem zu 100% nachgehen. Und das möchte ich hier zum einen durch meinen Vlog dokumentieren. Ich möchte es aber nicht nur dokumentieren, sondern ich möchte gewissermaßen auch die Erfahrungen, die ich mache und Tipps, die ich habe und so weiter, an euch weitergeben. Es geht dabei absolut nicht darum, dass ich derjenige wäre, der es jetzt raus hat und so weiter. Ich bin 18, ich fange selber erst damit an. Ich meine, ich mache schon seit 2-3 Jahren sozusagen, aber ich fange trotzdem selber erst an. Das ist ein Prozess, der über Jahrzehnte geht. Aber trotzdem mache ich meine ersten Erfahrungen. Ich glaube auch, dass jemand, der die Erfahrung unmittelbar gemacht hat, das heißt, was ich jetzt zum Beispiel im letzten Monat erlebt habe und ich es an euch weitergebe, ist es viel näher, als wenn jemand mit 60 vielleicht sein ganzes Leben überblickt. Der hat natürlich mehr Kurs und Überblick darüber, was vielleicht was bedeutet hat, aber er kann sich vielleicht auch nicht mal an so die einzelnen Details, die es dann im Endeffekt ja auch ausmachen, an die kann er sich vielleicht nicht mehr so gut erinnern. Und deswegen glaube ich, dass es unglaublich wertvoll ist für euch, weil ihr da sozusagen mit mir wachsen könnt. Und das ist auch ein Punkt, der mir unglaublich wichtig ist, der direkte Kontakt. Das heißt, ihr könnt mir immer auf Instagram schreiben, egal ob ihr ein Problem habt, ob ihr euch einfach nur mit mir austauschen wollt. Ich schreibe mit so vielen jetzt, nur weil ich meinen YouTube-Channel gemacht habe, die einfach gesagt haben, Alter, deine Videos sind geil, die inspirieren mich voll und so weiter. Und mit denen bin ich jetzt wieder regelmäßiger in Kontakt. Ich tausche mich mit denen aus, pushen uns gegenseitig. Das heißt, wenn du da auch Bock drauf hast, schreib mir einfach. Ich habe da immer Bock drauf, mit solchen Leuten mich zu umgeben. Und auch wenn es dir gerade komplett scheiße geht oder du sagst, Leo, hilf mir oder sonst irgendwas, schreib mir einfach. Kümmere mich drum, ist kein Stress. Und das heißt, das ist, worum es hier auf meinem Channel gehen wird. Einfach, wie mache ich aus unserer jüngeren Position einfach das Beste aus meinem Leben. Ihr werdet meine Fehlschläge sehen, ihr werdet meine Folge sehen und so weiter. Und das ist, was hier jetzt ansteht. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du zuschaust. Abonniere. Wenn du es noch nicht gemacht hast, subscribe heißt einfach, klingt einfach so viel cooler, Mann. Aber wir machen das auch in Deutsch cool. Das heißt, danke, dass du zuschaust. Like oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Das mit dem Like ist mir so scheißegal. Ich will einfach nur, dass du zuschaust und einen geilen Tag hast, dass du Spaß daran hast, das Video zu sehen, dass du was mitnimmst, dass du inspiriert bist, dass du mehr aus deinem Leben machst. Und einfach ganz allgemein, dass du wirklich einfach das Beste aus dir selber machst. Das ist einfach mein allergrößtes Anliegen. Das heißt, mach das bitte. Wäre super geil und wenn nicht, kommen mehr Videos, die dafür sorgen werden, dass du es tust. Und ich will einfach nur den Weg mit euch gemeinsam gehen. Vielen Dank und wir sehen uns am Freitag zu meinem ersten Vlog in Deutsch.